Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne... Redet davon, dich zu heiraten? ...geeignet. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Guten Morgen, guten Mittag oder auch cringe den Morfogos. Letzte Woche hatten wir erstmalig den unfassbaren Einblick in die Vielfalt und vor allem in das unfassbare Talent der jungen Leute auf TikTok. TikTok ist mittlerweile nicht mehr nur eine Lippensynchronisationsplattform. TikTok ist mittlerweile auch eine Plattform, auf der es Tipps und Tricks zum Überleben gibt. Philisthetics, danke dir, Digga. Wow, da gehen wirklich... Also ein ganz, 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 ganz geiles Ding. Wirklich sehr geil durchgedacht, einfach auf Kannibalen-Level. Ich denke mal, bei dir wird es dann im nächsten Gang einfach mal der Menschenarm, oder? In meinen Augen bist du dafür einfach Abschaum. Ja, dann war ich auf der Plattform unterwegs, Leute, und ich scroll dann immer durch die Startseite und denke mir bei jedem Clip so... Ich sag's dir mal. Nee, und dann bin ich auf jemanden gestoßen, womit ich jetzt eher weniger gerechnet hätte. Leute, habt ihr gedacht, ihr könnt länger die Augen offen halten als ich? Ich denke nicht. Das ist schon mal ein ziemlich weirder Flex. Aber es geht weiter. Ich kann mir sogar die Socken dabei anziehen. Überhaupt kein Problem. Vielleicht schaffst du ja eine Minute. Aber ich schaff sicher drei. Ich verstehe. Ganz auf entspannt, Leute. Wieso wird in diesem Video geflüstert? Kann es sein, dass es im Segment des ASMRs untergebracht werden sollte? Ganz, ganz entspannt. Ohne dabei. Ich wage es zu bezweifeln. Stop! Don't touch me there! This is my no-no square! Stop! Don't touch me there! This is my no-no square! Jeder, das ist seine. An alle Mädels da draußen. Passt jetzt auf. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, als von einem Mädchen, die auch so ein bisschen längere Fingernägel hat, am Kopf gekrault zu werden. Ich schwör's euch. Weil sobald jemand bei mir hier ankommen würde mit Fingernägeln, dann würde ich direkt so... Merkt euch das, das ist so ein Joker. Mario Novembre, der alte Frauenflüsterer. Von allen Frauen einfach nochmal ein Dankeschön an Mario Novembre, Digga. Mario wollte, glaube ich, aber eine andere Message mitteilen. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, wenn du mit einem Jungen im Bett liegst. Holy shit. Das ist so verdammt geil. Aber überrasch deinen Freund mit roter Unterwäsche, weil das weckt in uns Jungs so eine Art Beschützerinstinkt. Da fühlt man sich als Junge direkt ganz angetan. Mario, guter Kollege von mir, halt dein Maul. Ich persönlich würde mich jetzt aber auch einfach freuen, wenn ich ein paar Tipps und Tricks bekommen würde, wie ich einfach gut bei Frauen landen kann. 5 Dinge, die Mädchen an Jungs lieben. Wenn er schon so Zukunftspläne macht, also zum Beispiel von irgendwie Kindern redet oder redet davon, dich zu heiraten. Beim ersten Date ein ganz, ganz wichtiger Tipp, einfach mal über die Zukunft reden, Kinder, Pläne, heiraten mit dir oder sowas, kommt extrem gut an. Wenn er dich so behandelt, als wärst du die Einzigste und die Allerschönste auf der ganzen Welt. Alles klar, ich verstehe. Ich bin wieder psychisch gestört. Wenn ihr in Zukunft mal ein paar arschgeile TikToks seht, bei denen ihr meint, die müssen unbedingt hier in dieses Video rein, sendet sie mir gerne auf Instagram zu. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr auf gar keinen Fall meine Fresse im nächsten Video sehen wollt, dann schallert den Daumen jetzt ins linke obere Nasenloch und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann verpiss!